Hallo, willkommen zu einer neuen Live-Runde. Ich wollte was ausprobieren mit dem Rhino heute. Also ich bin der Meinung, dass Rhinos unglaublich stark sind, auch wenn sie die genervt haben minimal. Und habe jetzt eine Idee gehabt, wie ich einen aggressiven Rhino, also aggressiv die Viecher, aber ich wollte jetzt mal gucken, ob ich nicht den Rhino sogar immer von vorne spielen kann, vielleicht sogar schon ab Runde 1. Vielleicht aber einen starken Gegner suchen. Mal sehen, ob das funktioniert. Also die Idee ist, ein Rhino mit einer Artillery vielleicht sogar an die Front zu stellen, weil die Steel Balls, die brauchen ja tatsächlich einen kleinen Moment, bevor sie den getötet haben. Und 700.000, ja, lass das machen, das klingt gut, um das auszuprobieren. Also die Artillery braucht ja nur eigentlich eine Salve, damit die sehr, sehr schwer beschädigt sind. Vielleicht schafft der Rhino das ja. Wo ich auch überlege, es im Wirbelwind mal zu versuchen. Im Test war das nicht gut, aber das mache ich ein andermal. Jetzt machen wir erstmal Rhino an die Front, mit der Artillery an die Front. Sofern ich diese Option hier habe. Und am besten nicht unbedingt den Level 3, den Level 2 Rhino in Runde 3 oder so, das nicht mit Anmeldung, sondern direkt in der ersten Runde loslegen. Es ist ja so, die Antwort ist ja meist der Steel Ball und dann ist immer dieser Wettbewerb, kann man besser als der Gegner die halt hinstellen, die Einheiten, ne? Dass der Steel Ball gegen den Crawler zum Beispiel kämpft oder sowas. Und ich habe ja extra meinen Rage drin und eine Zeit lang damit rumexperimentiert. Ja, das sieht doch gut aus. Gerade Speed kann man da gut mit gebrauchen. Das machen wir. Let's go. Den Artillery-Dings, dann können wir das jetzt mal ausprobieren. Was hatte der gerade? 700.000 Punkte oder stand da? Keine Panik. Der kocht auch nur mit Wasser, ja? Rhino. Natürlich mit dem Phönix ein bisschen dumm für uns. So. Ich packe mit Absicht noch keinen hin, damit die Reihenfolge stimmt. Den Feuersupport können die gerne haben. Der schießt links, rechts. Muss das ja verteidigt werden, auch ein bisschen das Ganze. Das muss reichen. Und jetzt kommt der Rhino dazu. Ja, das mit den Crawlern ist ein bisschen gefährlich, muss man sagen. Scheiß auf Flanke. Wenn eine Flanke kommt, kommt eine. Ich meine, ich weiß eigentlich, dass eine Flanke früher oder später kommt. Ja, aber da muss der eigentlich schon da unten stehen. Und dann kommen die dummen Crawler. Dann gehen wir hier hin. Dann kann er zumindest rechts reinballern, wenn die da drauf gehen. So, und der läuft halt jetzt rein. Ich weiß nie genau, wie weit ich ihn wegstellen darf. Ob das hier reicht für einen Squad. Noch Zeit zum Gucken. Ja, müsste eigentlich reichen dann. Dann kann ich ihm gleich nochmal einen da vorstellen, wenn ich will. Und dann laufen wir jetzt da rein. Okay. Ja, Rhino-Start ist im Moment super beliebt. Man sieht ihn eigentlich sehr, sehr häufig. Man spielt das vielleicht nicht gegen alles, ne? Klar, gegen Steelboy-Start würde ich mir das zweimal überlegen. Aber der Vorteil bei meinem Rhino-Start war, dass ich die Artillery jetzt hatte. Nicht nur wegen dem Headquarter kaputt schießen jetzt hier unten, sondern ne, wenn die Steel Balls gleich kommen. Aber klar, damit kann er natürlich gegnerische Rhinos kontern. Also, oder auch Steel Balls, ne? Wenn der vom Steel Ball aufgehalten wird, dann finishen die den Steel Ball relativ schnell, die Dinger. Und da wird das jetzt ein bisschen tricky auf der Seite. Und warum ist der Rhino-Start so stark? Naja, man will das gerade auch in Runde 1 machen, mit der beide Headquarter bekommt. Dann kriegt der halt ein Level Up. Also wenn das jetzt nicht der Falsche tötet. Ich weiß nicht, wer das da unten getötet hat, die Crawler. Aber wenn ihr beide Headquarter kriegt, da kriegt ihr schon eine Menge XP. Und da habt ihr ja normal noch ein paar Einheiten getötet und nicht selten seid ihr dann Level 2. Und die Rhinos wären natürlich dann Biester, ne? Der Levelwettbewerb ist auf hohem Niveau alles. Von daher kann das dann klappen. Die Artillery ist am tanken, nicht gut. Vielleicht hättest du mal einen Schuss abgegeben, du dummes Ding. Wir hatten wohl ähnliche Ideen, wir beide. Sieht nicht gut aus für mich. Hart verloren die erste Runde? Fragezeichen.
Okay, ja, wir hatten halt ähnliche Ideen, das muss man so hinnehmen, leider. Jetzt mit den Wespen, mit der Wespenbedrohung kann natürlich jetzt alles passieren, ne? Also die Runde wird wahrscheinlich einfach überrollt von beiden Seiten. Da kann man auch nicht gegen verteidigen. Also Angriff ist immer besser gegen die Wespe als Verteidigung. So, wie mache ich das jetzt? Verteidige ich jetzt das Ding oder also hier unten, also baue ich da neue Armee auf und mache ich immer da durchklopfen. Also einzelnen Steelball kann ich mir nicht vorstellen, dass das reicht. Das müssen wir mal testen. Also da kommen ja noch der dazu. Die andere Frage ist, reicht bei mir einer? Eigentlich auch nicht, wie das aussieht, weil ich hier die Crawler wegräumen muss. Also ist gerade ein bisschen schwierig zu sagen, was man da am besten spielt. Ich will jetzt auch nicht jede Runde aufleveln. Also für Kleinvieh hole ich mal so ein Ding dazu. Dass von hinten gleich die Flanken kommen. Die laufen da einfach mit. Kann ihn auch vorlaufen lassen, ne? Mache diese Runde aber noch nicht. Ich glaube, ich lasse die so hinterherlaufen, also. Jetzt hier ein bisschen länger beschützt, das Headquarter. Er wollte nicht, dass die Adler direkt da reinschießt. Hat defensive Wespen gemacht, halte ich immer für die schlechtere Option. Ich hätte ja auch da rechts oder in der Mitte starten können. Aber Mitte wäre egal gewesen, aber rechts, ne? Naja, jetzt hätte er es leider nicht da drauf geschossen, die Rakete. Und von daher hat er jetzt nur mein Headquarter und kriegt jetzt seins nicht. Hat er also sehr gut gemacht mit dem einen Crawler. Ich hatte ja schon einen Mustang, aber ne, der war offensichtlich, weil er hier links war, den ich rechtzeitig bekommen. Das würde den ja auch ganz schnell abknallen. Jetzt bin ich dran. Willst du nicht mitmachen? Du gehst jetzt hier Headquarter schlagen. Ist aber vielleicht auch gesünder in dem Zustand. Also war auf jeden Fall ein sehr guter Call von ihm. Nur der Vespas hat mir nicht so gut gefallen. Und jetzt geht die Runde an mich tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob man damit die Dinger kaputt schießen kann, sinnvoll. Also kaputt sollten die eigentlich schon gehen, der rechte zumindest. Ja. Underground Shred. Kann man fast erwarten, dass ich dann hier irgendwo nochmal buddeln gehe. Ich würde sogar hier rechts buddeln gehen. Vielleicht dreht sich nochmal einer rum dann für eine Zeit lang. Ja, die machen ja ihren Job. Also ich bin fast überlegen, dass ich jetzt eine Feng-Strategie dabei baue, weil es genug zu tun gibt für die Freunde. Bin ich mit denen eigentlich ganz gut zufrieden mit der Performance von Fengs. Machen wir erstmal das hier. Kann mal direkt da durchknüppeln hier oben. Dann kann die immer aufleveln jede Runde. Ich mache die mit Absicht aber hier vorne hin. Einmal, damit ich in der ersten Runde nicht so viel verliere und dann kann ich immer noch einen Crawler oder irgendwas da hinstellen, falls ein Seaball da hinten kommt. Kann man ja auch einen Level 2 Crawler stellen. Ist die Frage, ob er ein Schild stellt. Ich würde vermuten, dass da jetzt ein Schild kommt. Wir sehen es gleich. Kleine Krabbelfiecher. Flammenwerfer. Deine Flanke, meine Flanke. Mein Rhino gewinnt diese Runde noch nicht, aber nächste Runde. Aber diese Runde gibt es schwer einen aufs Maul wahrscheinlich. Ich habe Gott sei Dank beide Headquarter gleichzeitig verloren, nicht nacheinander. Das sieht nicht gut aus, die Runde, aber naja, das ist halt, geht auch schlimmer, sagen wir es mal so. So, und jetzt gehen seine Headquarter kaputt. Leider auch zeitgleich. Das ist nicht optimal. Und jetzt kämpfen wieder die Hauptarmeen gegeneinander, genau wie eben. Keule auspacken. Weg. Danke. Nein, ist auch tot. Ja, die Phönix da, das sind echte Killermaschinen gleich. Aber meine Mustang machen auch ihren Job. 50.000 hat er diese Runde gemacht.
Also wir geben uns da wohl nicht sehr viel. Range ist, glaube ich, ganz gut, weil ich die ganzen Crawler habe. Die Artly kommt gar nicht richtig zum Ballern. Ne? Die Frage, ob sie das überlebt. Wenn er ohne macht, läuft er da rein. Aber die müssten ja inzwischen gut abknallen. Ja, hier links oben. Ne? Ich bin jetzt bereit, da durchzuklopfen. Jetzt kommt da wahrscheinlich Verstärkung hin, vermute ich mal. Das ist jetzt ein bisschen risky, wenn ich das so spiele. Einmal Flanken traumatisiert. Dann kann ich den jetzt bekämpfen und einen Steelboy, wenn er da erscheint. Aber es ist natürlich ein bisschen risky, gar keine Frage, gar keine Frage. Oh, Phoenix geholt, schießt leider in die andere Richtung. Und man sieht auch hier, was er hat, ne? Also das kann durchaus die Jump-Strategie werden, die Wiederbelebungsstrategie werden. Obwohl ich das nicht ja auch schon, ne? Mustangs habe, baue ich einfach noch mehr. Jetzt haut er ab. Das hat er sehr gut geraten, dass ich da noch was hinstelle, leider. Also hätte ich ja gewonshottet worden, den Phoenix oder so gefühlt. Der rechts mehr darauf achten, was da los ist. Naja, hat er mich halt gewonshottet da. Eine Salve mehr. Also ohne den Satellit hätte ich den getötet wahrscheinlich, ne? Und das wäre sehr wichtig gewesen. Zack, alle tot. Also, dass der Satellit da einfach gut geraten wurde an der Stelle, war brutal. Ja, und er hat halt jetzt die Option, die Wiederbelebungsgeschichte auch mit denen aufzurufen, wenn er denkt, dass das nötig wäre. Aber das macht er nicht in einer Runde. Super, dass die Karte jetzt kommt. 200 Punkte bekommen. Super. So, First things first, ne? Und jetzt die Frage mit der Panzerung. Ob ich dem das da links gebe. Ich denke mal ja. So, jetzt machen wir auch mal ein Beacon. Mehr Schaden können die alle vertragen. Und Immunity gegen Slow. Und dann holen wir uns noch einen von den Klötzen. Der kann dann auch direkt die Satelliten mitnehmen. Ein Schild gegönnt. Ist natürlich jetzt ärgerlich, dass er in dem Moment da einen Fänger hingestellt hat, ne? Da ich da nicht gerade drauf zulaufen kann. Also ich darf halt nicht die Jungs hier verlieren. Die sind tatsächlich gar nicht mal so unwichtig gegen die ganzen Fliegeviecher. Zum Tanken und zum Abschießen. Flanke. Naja, also das mit dem Phoenix ist, glaube ich, mit Ansage. Ich weiß nicht, was gleich kommt. Ich werde jetzt einfach gleich gucken, dass ich mehr Flugabwehr hole. Ja, bin trotzdem durch. Der Teil hat geklappt. Immer noch am Leben, das Ding. Ich überlege jetzt, ob ich die Fangs vielleicht auf Reichweite geben soll, weil genug Ziele dafür da sind inzwischen. Und ich will auch jeden Schritt, den ich nicht unbedingt auf den Flammenwerfer zumache, näher. Ist ein guter Schritt. Hat 100 Karte diese Runde gemacht und hat das Schild weggeräumt. Ja, ich muss mich auf dieses Wiederbeleben einstellen von seinen Viechern. Hat auch fett investiert letzte Runde, der Freund. Shield, das können wir gerne machen für ihn hier, dann ist er beefier. Hat es noch nicht ausgegeben. 700 kostet ihn, glaube ich, zusammen, oder? Erstmal hier mehr von denen.
Könnte sogar ruhig nur bei dem bleiben. Könnten Crawler nie mitziehen, ne? Freund von der Idee, hier vorne noch ein bisschen auszuhelfen. Mal die Wespen dazu. Also gleich mal gucken. Reichweite. Ja, der rechts unten, der wird immer überfahren, den will ich nicht aufleveln. Den wollen wir nicht haben. Ich will eigentlich nochmal da durch. ja, gerade durchkloppen. Also ich sehe da auch nicht viele Optionen zu. Vielleicht ein bisschen schräg. Spawn da hinten mal. Oder? Ach ja, nee, aber da rein, fertig. Speed hätte ich noch ausgeben müssen. Okay. Wieder schnell haben das Headquarter, damit die Kämpfe hier schnell entschieden werden. Also wenn ich das Headquarter beschütze und da unten jetzt nochmal einen Fang und einen Steelball hinstelle, kriege ich dann den Goliath da. Aber das löst das Problem von denen immer noch nicht, ne? Ja. Jetzt habe ich oben leider nicht gesehen, was da abgegangen ist, aber das hat bestimmt mit dem Headquarter auch zu tun gehabt, dass da alles zusammengebrochen ist. Die Fangs sind, glaube ich, schon goldrichtig, bis er jetzt gleich anfängt, Artillerie zu holen. Aber diese Runde habe ich zu viel verloren wegen dem Headquarter. Mein Beacon ist halt so ineffektiv da links, ne? Das ist einfach zu viel Masse, wo ich nicht durchkomme. Ja, und jetzt kommt die letzte Runde. Tja, wie holen wir das? Feuerchen machen. Die kommen ja alle da durchgelaufen. Sind die schon mal tot? Ich glaube nicht, dass der besonders effektiv da ist. Ja, der kommt auch nicht mehr durch, der steht zu weit vorne, da brauche ich gar nicht mehr aufleveln. Ich kriege die hier einfach nicht mehr raus, ne? Naja, also mit der Flanke hätte ich nicht machen dürfen, also eine halbherzige Flanke, die einfach nur Käse war. Das wird mich langfristig zu viel kosten. Ich glaube, ich kann die sogar hier porten. Ja, versuchen es mal hier drüben. Tja, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich holen soll. Also rechts die Konter holen, das ist immer gut. Ich weiß nicht, ob er zu viel Schaden da einstecken würde. Die Zone kommt vor allem auch eine Atombombe, ne? Da kann ich stark von ausgehen. Beacon-Zeit. Oh, ich keine Zeit mehr gehabt, ihn zu setzen. Okay, ja. Okay, es wird halt mein bester Mann wird halt jetzt hier getötet von dem Ding da. Das Problem ist jetzt, wenn ich. Es war einfach zu wenig Denkzeit, ne? Weil das war ja eigentlich nicht sinnvoll hier vorne. Weil wenn ich jetzt gewinne, laufen alle meine Leute durchs eigene Feuer, ne? War ja klar, ich stelle das auf zum Gewinnen und dann laufe ich da durch danach, ne? Ich gewinne die Seite vielleicht trotzdem, aber ich verliere trotzdem die Einheiten, ne? Ich kriege ja das Headquarter nicht. Also, und links habe ich ja den Beacon nicht setzen können und das Schild nicht. Und, also ich brauche mehr Denkzeit, Mann. Ich kann das nicht so schnell. Lief schon besser, aber das hätte sicher noch besser laufen können. Wenn ich mehr Denkzeit gehabt hätte. Ich überlebe die Runde aber wenigstens. Meine kleinen Fangs machen sich halt, ne? Kann man nicht viel falsch machen bei den bunten Freunden. Die ganzen Flammenwerfer.
Ich muss jetzt leider Schilde verteilen. Also gewinnen sowieso nicht in einer Runde, von da ist das eine gute Sache hier, damit ich nächste Runde wieder anwenden kann. So, er hat jetzt die dicken Viecher, ne? Das heißt, damit das ein bisschen besser funktioniert, wäre der Ignite gut, dann gibt es genug, ne, die ich damit abknallen kann. Es kostet ein kleines Vermögen, ist es aber wahrscheinlich sogar wert. Oh, das mit Shield ist, glaube ich, keine gute Option im Moment. In der Mitte könnte ich ein bisschen pokern. Ich packe einfach noch einen dahin. Dafür sind die ja da. Dann kann er sich gleich um den da hinten kümmern. Und vor allem tankt er das jetzt ein bisschen weg, das Zeug. Und ansonsten gibt es nochmal Feuersupport. Ja, eigentlich müssen wir Schilde holen. Ich brauche aber auch Speed. Man braucht wieder alles, wie das halt so immer ist, jede Runde. So, und wie gesagt, den vielleicht mal jetzt sinnvoll irgendwo hinsteuern. Ja, der haut jetzt ab. Hat er wieder gut geraten, wenn ich da hinstelle. Ich habe das Gefühl, ich habe kein Glück. Das habe ich in jeder Runde das Gefühl. Ja, will er den da hinten haben? Der Super Long Range Strahl über die halbe Map, verstehe. Ich muss diese Autokamera, glaube ich, abmachen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich die Autokamera weniger sehe, als wenn ich manuell mache. Ich habe bis dato solche gar nichts mitbekommen. Ich könnte euch nicht eine Kleinigkeit leider sagen. Das ist wahrscheinlich eh zu spät für manuell, aber ich habe jetzt nicht mitbekommen, was da los war. In jedem Fall hat er hier das Ding, was über die ganze Map schießt, in 177 Meter. Und hat dann alles weggesniped. Also die Runde ist hart vorbei gewesen. Ja, aber die Runde davor habe ich halt zu viele Fehler gemacht, weil ich keine Zeit zum Denken hatte. Die Runde hatte ich keine Zeit zum Denken und hier habe ich nichts gesehen und könnte jetzt in Runde 9 wieder nicht denken. Also ich will ganz ehrlich sein, ich bräuchte bei der Komplexität, wie das sich aufgebaut hat, das Schlachtfeld, ich bräuchte doppelt so viel Denkzeit, um adäquat reagieren zu können. Also hier oben zum Beispiel, ich könnte euch nicht sagen, was in den letzten 5 Runden da oben passiert ist, ne? Und ich gehe davon aus, dass der auf seinem Niveau und vor allem sieht man auch am Levelergebnis, dass der die letzten 5 Runden diese Flanke gewonnen hat. Ne? Also und da hat mir das höchstwahrscheinlich das Spiel verloren da oben. Den habe ich letzte Runde umsonst geopfert, das war auch nicht sinnvoll. Nur hier unten, wo ich halt was gesehen habe, habe ich tatsächlich mal eine Runde gewonnen. Aber klar, dann kommt dann nächste Runde immer die Konter. Das heißt, man muss die Runde immer abändern. So eine Sache, die ich noch zu selten mache. Ja? Also die Runde hat eben gewonnen und dann ist er hingegangen und hat seinen Reinhorter verkauft, ne? Ist jetzt, ne, mit dem Ding da eben. Und hat dafür einen Melting Point hingestellt. Und tatsächlich muss man sowas halt auch dann erwarten, ja, zu sagen, das gewinnt ja die ganze Front, deswegen muss dann Crawler oder ein Fang hin. Hätte ich einen Fang hin gebaut, hätte die Front sich komplett anders bewegt. Und diese Denkzeit, die hat mir gefehlt in der Runde. Na gut, er hat 700.000 Punkte oder was das da war, ne? Man kann erwarten, dass er das besser spielt. Aber das Frustrierende für mich ist einfach die müssten eigentlich mit jeder Runde müssen die den Timer irgendwie um 10 oder 15 Sekunden erhöhen, für mich persönlich, ja. Das ist ja kein Actionspiel und das regt mich noch ein bisschen auf. Egal. So, nächste Runde. Also am besten sind die Spiele, die wirklich so 6 Runden gehen für mich, weil ich da einen Überblick behalte und einfach mehr Agency habe, ne? Danach fängt das bei mir so häufig an, dass es mehr Raten ist als Gameplay. Früher habe ich gedacht, das wird mit der Zeit vielleicht besser. Wenn ich halt alles auswendig kenne, Einheiten, Fähigkeiten, kein Tooltip lesen muss, aber es ist ja inzwischen der Fall und es ist nicht besser geworden oder nur minimal besser geworden. Also ich brauche auf jeden Fall mehr Bedenkzeit. Die Alternative ist halt einfach versuchen, das immer aggressiver zu spielen, dass man halt nicht über Runde 6, 7 maximal hinauskommt, weil man ab da die Kontrolle sonst verliert. Oder ich zumindest, weil ich halt ein langsamer Klicker bin. So. Aber das mit dem Rhino, das machen wir auf jeden Fall nochmal, wenn es möglich ist. Ja, und die Fangs finde ich immer ganz gut dabei. Ja, passt. Ist natürlich nicht gut, wenn er Artillerie hat.
Oder ich brauche mindestens zwei, damit die das Headquarter verteidigen können hier links. Nicht optimal vom Geld, will ich aber trotzdem so machen. Was mache ich denn einzeln dahin? Manchmal stellen die halt am Anfang auch eine Artillerie auf, ne? Schade, weil wäre der jetzt durchgelaufen, der eine, hätten die beiden leveln können. Also mit dem Satellit habe ich mir eventuell jetzt ein Ei gelegt. Ah, ich habe die Artillerie bekommen. Dann never mind, dann hat sich's gelohnt. Naja, Roller sind schon stabil gegen Fängen. Leider ist er nicht ins Headquarter gelaufen. Zu dem Sniper hoch. Meine tapferen Fangs sind unterwegs. Wer hätte gedacht, dass die jetzt die Front gewinnen da links? Aber ich habe manchmal das Gefühl, ich mich mehr und mehr zum Fang-Spezialisten oder Fetischisten fast schon entwickelt. Aber die sind halt wirklich auch super Einheiten, ne? Die sind halt nur fast zu 100% raus, wenn der Gegner eine Artillerie hat. Und die ist ja sehr beliebt heutzutage. Ich weiß, das Headquarter nicht kriegen wegen der XP. Ja, aber das war das Headquarter eben. Also wäre der einfach gerade durchgelaufen, dann hätte das, glaube ich, gut funktioniert. Da können wir einfach mit dem Beacon direkt arbeiten. Dicke Crawler. Haste ist natürlich jetzt der absolute Traum bei sowas. Und ich habe schon einen Fehler gemacht. Ich habe ihn zu weit vorne hingestellt. Der hätte eigentlich hier stehen müssen, weil jetzt wahrscheinlich der Steelball kommt. Wenn ich jetzt reinlaufe, werde ich mit Sicherheit weggesniped vom Steelball. Und der kann ihn ja einfach hier hinter hinstellen, da verliert er ja nichts. Das ist ja für ihn optimal. Also die stehen eigentlich scheiße, steht der. Dass die ein bisschen mitlaufen können. Nicht zu früh, nicht zu spät. Ja, die Artillerie zerreißt die halt alle hier, ne, die Fangs. Das ist nicht gut für die Jungs. Na, ja, das ist der Steelball. Ich hätte nicht so hingesetzt, wie er es gemacht hat, das ist unnötig riskant gewesen. Aber weil jetzt wäre mein Ding eventuell auf die Steelballs auch gelaufen. Hätte ich auf jeden Fall weiter links gesetzt und hinter die Crawler. Aber das war die Standardantwort da drauf. Aber ist natürlich für ihn ärgerlich, wenn er sich nach links geportet hat, der Rhino. Ob es reichen wird, ist eine andere Frage. Ich muss die ja trotzdem noch besiegen. Bin ich gerade eben ein Crawler gewesen? Ja. Jetzt kommt links der Steelball. Aber es lohnt sich nicht, den links zu verkaufen und dann mittig zu setzen. Aber ich habe mir jetzt links richtig gestellt, da ich einen Crawler davor stellen kann. Und dann geht das Spielchen weiter mit dem, wo läuft er hin. Er hat halt nicht wirklich Flächenschaden, ne? Also im Sinne von wie ein Arclight oder so. Er hat nur die Artillerie und die trifft mir wirklich einen Crawler nicht. Was mich stört bei meiner Aufstellung ist noch. Dass halt die Fangs, ne, nicht gut dazu passen zu der ganzen Strategie. Speed ausgeben. Holla, let's go. Mit ein bisschen Abstand sogar dazwischen. Gegen die neuen Steelballs. Die durch die Mitte laufen lassen. Dann schießt die Artillerie schon mal von Anfang an daneben. Dann überleben die länger.
Das müsste eigentlich ausreichen. Ja, und die sterben hier zu schnell. Da brauche ich kein Geld für wegschmeißen. Da ist der Steel Ball. Leider ein Satellit sehr weit hinten hingestellt. Also das wird mit meinem Schild nicht ausreichen, vermute ich. Aber ich habe einen Split, einen leichten. Nach links, nach links. Nicht auf die Crawler hauen, nur Scheiße. Ja, tot. Ich stelle jetzt aber eine Adler, glaube ich, dazu. Eine Flanke irgendwo. Gleich gesehen. Crawler Level 5 hat er geholt, okay. Na, dann kann ich zumindest was aufleveln. Heute ist deprimierend irgendwie, ich krieg nur aufs Maul. Und jetzt machen die noch das Schild kaputt, der eine Sniper, weil die schießen ja, ne, winkelmäßig. Also wenn ich was verliere, dann bitte alles gleichzeitig. Och nö. Na gut, da muss man durch. Ja, der spart ja beim Schild jede Runde. Also ich würde erwarten, dass er jetzt welche holt, was nicht heißt, dass er es macht, ne? So, der Level da unten. Wie farme ich den jetzt am besten ab für mehr Knete? Du, 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 du. Das ist immer ein bisschen tricky, also das kann man eigentlich immer gebrauchen. Ist halt ein bisschen gefährlich, ne? Aber wenn er den jetzt nicht verkauft, dann sollten die beiden den ohne Probleme tot kriegen und echt ganz solide aufleveln. Ja, und da links, das ist natürlich jetzt die Frage, wie wir das jetzt, ne, hier kontern. Kann ich in die Mitte laufen? Das mit dem Verzögern ist eigentlich genau richtig. Weil dann die Zeit haben aufzuholen. Bisschen Brandschutz. Mal sehen. So, du machst gar nichts jede Runde, ne? Du levelst nur den Gegner auf. Ist halt tricky, wenn ich jede Runde was verkaufe. Also manchmal sollte ich vielleicht, ne, statt die dauernd zu verkaufen. Ach, ist schwierig, hätte ich vielleicht überlegen sollen. Ich muss mir mal angucken. Überlegen sollen. Oh, das kam super unpraktisch. Hier einfach supporten. Hat den verkauft, sein Level 5 Crawler? Wollte mich halt nicht aufleveln jede Runde. Aber es ist halt das Problem, ne? Je später die Runde ist, desto schlimmer ist, wenn man Einheiten verkauft, wenn man keine Rekrutierungsslots hat. Hatte sich einen neuen ganz hinten gekauft. Ja, also gegen die, wenn er die mehr spielen will, die Crawler, dann wäre es tatsächlich gut, wenn ich meine Jungs auflevel. Die Frage, ob er noch mehr spielt. Ich mache das mal für meine Fangs. Obwohl die Range gegen die Phoenix, für die Phoenix auch nicht schlecht wäre. Und dann parke ich die einfach ein Stück weiter hinten. Ja, falls er nochmal Level 5 an die Seiten stellt, ne? Dann haben wir da ein bisschen Ruhe. So, wie machen wir das jetzt? Die ganze Adlerie da vorne stehen. Im Zweifel damit reinlaufen. Bitten du. Der macht das von hinten. Allerdings verzögern wir das erst. Das ist keine optimale Runde, sicher.
Ich muss leider eine Runde abwarten. Ich habe nicht im Kopf, wie die Lage genau ist. So links. Wenn ich die nach links bringe, kann ich so rumlaufen. Und dann gehen die auf das Schlachtschiff. Ich würde auch vermuten, dass er links jetzt Flugabwehr hinstellt. Aber das könnte gut funktionieren. Nein! Ah, das mit dem Schild ist natürlich nice to have. Aber ich habe keine Einheit, ob ich das wirklich anwenden will. Okay, also die laufen. Hä? Die laufen. Nicht zu sehr verzögert, aber das müsste eigentlich reichen. Und dann einfach rein da. Ansonsten die Fangs hier. Die machen ja trotzdem Schaden, auch wenn die hier verrechnen, die Arti. Der ist leider nicht. Der braucht nur ein bisschen Support wahrscheinlich. Okay. Und dann muss ich die gleich entsprechend anpassen, je nachdem, was da passiert. Sonst wüsste ich jetzt wieder nicht, was ich machen sollte mit der Knete. Speed ist, glaube ich, immer gut. Flankenschutz haben wir eigentlich schon an, ganz guten. Okay. Ungewöhnlich, der Jump. Vor allem sehr hingejumpt, wo die Kampfvögel hier sind. Ja, wenn jetzt mehr Schilde kommen, kann ich auch mal eine Artillerie aufbauen. Dann gibt es auch sicher genug Ziele, gerade jetzt, wo er die Fortress aufgestellt hat. Das war sehr ungewöhnlich, dass er die hingestellt hat. Keine Ahnung, was ihr gedacht hat, dass er an denen vorbeikommt. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Die rechts sieht gut aus. Ich überlege, ob ich die Vögel sogar ein Stück nach vorne packen möchte. Das mit den Tanken ist ärgerlich. Die müssen früher weg. Vielleicht einen einzelnen Satellit oder so besorgen. Also vielleicht zwei Artillerie und einen Crawler. Da und da eine Artillerie und da vielleicht ein Crawler hin. Oder ein Mustang, der holt die ja auch weg, die Crawler. Mit ADR da drin. Das war ein super Augenblick dafür. Die Fangs, ne? Also die Luftviecher werden ja auf jeden Fall ein bisschen weiter fliegen, ne? Deswegen machen wir, glaube ich, einen Mustang noch. Dann kann er noch gleichzeitig kleinen Viecher wegholen. Vielleicht mache ich sogar zwei davon. Die sind ja echt nicht schlecht, die Dinger, ne? Die machen ja eine Menge Jobs gleichzeitig. Und dann machen wir noch eine Arti. Ein bisschen die Schilde hämmern können. Die werden jetzt wahrscheinlich immer dicker werden, die Schilde. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich in dem Fängen nicht jetzt sterbe. Okay.
Mobile Beacon. Die gehen jetzt den ganz langen Weg. Will an dem ein bisschen vorbei. Ja, verkaufen weiß ich nicht, ob ich da irgendwas brauche. Habe ich noch ein bisschen Zeit zum gucken, wen ich upgraden will. Einfach damit die noch stärker zuschlagen. Ist ungewöhnlich so ein Ding, das weiß ich auch, aber der macht jetzt 8000 Schaden, also 16.000 pro Salve. Das one-shottet so ein Schlachtschiff fast, das hat nur 14.000 Leben. Und nicht fast, sondern one-shottet den. Die Schilde kriege ich dann auch schnell kaputt. Und weg. Weil er das jede Runde macht, levelt er auch jede Runde, ne? Der hat gleich astronomisch viel Schaden. Die werden jetzt auch einfach platzen. So, im Center sind ein paar Crawler durchgelaufen. Naja. Atri macht nicht so viel in Mitte. Ich habe leider nicht wieder alles gesehen. Das ist wieder, was ich sage. In unserer Runde 7 geht das los, dass ich sage, okay, ich habe eine Front gesehen, denn beim Rest muss ich stark raten. Das ist, also ich halte das für ein Problem, ja, bei so einem Spiel. Aber ich weiß auch nicht, wie ich da rauskommen soll. Ich brauche auf jeden Fall mehr Zeit. So, 70.000. Dann nehmen wir erstmal den Dicken da raus. Weg ist weg. Feuer legt er doch jetzt sicher diese Runde. Guck mal, wie viel Feuer wir da durchkriegen. Die Mustangs brauchen, glaube ich, mehr Schaden und mehr Range. Auf dem Level spielt er sicher eine Atombombe, ne? Hat aber auch nicht so viel, was Schaden macht. Also, schwierige Sache immer. Töten wir alles. Da stirbt er hoffentlich sowieso. Die dummen Crawler, ne? Die müssen eigentlich weg. Ich lasse die mal bei mir reinlaufen. Und dann ist die Frage, wo wir hinlaufen. Noch eine Sekunde, um das zu entscheiden. Okay, einfach weg von dem. Panik. Ein guter Ratgeber, Panik. So. Da habe ich hier natürlich das Adlerie-Problem, die hier alle stehen. Ne? Das ist ja ein Riesenalbtraum. Und da ist ein einzelner Marksman, wenn er die alle wegsnipet. Ja, das lag halt daran, dass die Rhinos gerade nicht da reingelaufen sind, ne? Wie eben. Ich hätte nicht nach links, sondern nach links oben beordern müssen. Und das wird mir die linke Seite verlieren. Ich hoffe nicht, dass es mir das Spiel verliert, aber ich weiß jetzt, wie wichtig es war, die Rhinos da reinzuschicken. Die armen Mustangs. Man darf jetzt auf jeden Fall nicht Raketenabwehrsystem anmachen, hätte man instant verloren. Habe ich eh nicht drin, Gott sei Dank. Aber das mit den Rhinos links, das hat mich viel gekostet, da ich das nicht gemacht habe. Das hat mich sehr viel gekostet. Überall Artillerie, der Freund. So, der hat aber eigentlich nirgendwo wirklich Flächenschaden. Der hat nur diese epischen Viecher da, ne? Splitten ist immer gut.
Die ganzen Steelballs, da mal kurz fragen, ob die ihn nach hinten wollen. Gleich den Beacon erstmal setzen. Die Frage, ob das reicht als Verzögerung. Den ein bisschen weiter nach vorne. Je mehr von den kleinen Viechern ich erwische, desto sicherer ist das. Das hätte ich gerne noch alle aufgelevelt. Gerade die Mustangs. Der mag seine Schilde, ich sehe das schon. So, die sind erstmal alle in die andere Richtung. Das Level 5 habe ich bekommen. Der ist auch weg, Level 5. Das könnte jetzt klappen. Der Flammenwerfer stört halt ein bisschen. Es kommt ein bisschen auf meinen Phönix hier auch an. Die Kugeln sind auf jeden Fall noch beschäftigt. Aber der ist halt auch schon Level 3, ne? Anti-Air-Raketen hat er auf dem Fortress, okay. Einer gegen das Headquarter. Oh, das war ein wichtiger Hit. Obwohl das hier tatsächlich ganz gut aussieht. Die Runde sollte sehr locker an mich gehen. Man sieht den Rhinos halt an, dass die leicht angeschlagen sind. Es war wahrscheinlich gut, dass die 8 Steelballs nicht mitgespielt haben. Das war nicht unbedeutend. Oh, was für ein Krampf das heute ist, ey. Eine Runde verloren, einer nur hart fast verloren. Also, ich weiß, ich glaube, ich mache erstmal eine Pause. Das war nicht so optimal gelaufen. Ja. Also ich habe natürlich auch wieder ein bisschen geraten, ne? Aber ich habe mir gesagt, dass diese Level 5 sind, das ist das Hauptproblem, damit meine Crawler und Fangs, ne, die werden immer von denen überlaufen, auch gerade meine Crawler, damit die halt durchkommen und verschiedene Targets tanken. Der Flammenwerfer hat mich sicher jetzt gestört, diese Runde, keine Frage. Aber das hat, glaube ich, auch geholfen, damit die Adler nicht jede Runde massive Schäden verteilt. Das war sicher hilfreich. Und die Kugeln, das war, glaube ich, vielleicht ist das die einzige Mission, die ich das im Late Game spielen kann, dass ich sage, ich mache so Schwerpunkte setzen. Ich kann gar nicht mehr alle Fronten beachten, weil ich sonst einfach den Überblick verliere. Ist einfach zu komplex dann. Egal, das waren die Runden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich bin weg für heute. Moment, das machen wir noch, wegen den Punkten einsammeln. Kleine Belohnung für all die Arbeit. Episch viel, danke. Okay, ich bin weg. Ciao, ciao.